now, yeah! Yeah, yeah, yeah! Never do something, Jim! Guaranteed victory! Yeah! Let me tell you something right now! Yeah! I'm gonna fight now, yeah! 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 Oh, yeah! Willkommen zurück im Nebelwald. Wir haben den ersten Boss besiegt, wir haben uns ein bisschen gestärkt, wir haben ein Teepäuschen gemacht, Pinkelpause, wir haben ja alles und nichts getan und jetzt gehen wir einfach mal weiter. Jo, besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Ist jetzt schon zum Ritual, oder? Dass du das sagst. Jetzt hat sie es doch gemerkt. Ja. Ich kann noch ein paar Sachen schnell mir. Oh, scheiße. Help! I need somebody! Help! Help! I need somebody! Holz! Ja, alle schweigen. Alle sind von der Tatsache schockiert, dass du dir auch was schnell merken kannst. Ja. Ich glaube, hier sind wir falsch. Okay. So kann man dann überhaupt hierher gehen? Hey, vielleicht gibt's da das Rubin-Diadem. Ja. Ich bin erstarrt. Hilfe. Die Statue bewegt sich. Oh nein, ich habe ja noch Zauberschild, oder? Ja. Ja. 1000 Jahre klug. 1000 Mal ist nichts passiert. Tausende deine Nacht. So, jetzt kannst du dich heilen. Es hat Zoom gemacht. Ja, dieses kleine Tor bedeutet, dass wir gleich dem zweiten Boss begegnen. Wer ist der größere Tor? Der Tor oder der Tor, der ihm folgt? Um das Tor zu passieren. Dann speichern wir mal. Level 56 sind wir schon. Yeah. Nicht schlecht. Frau Specht. Ja, sieht ganz so aus, als wäre es ein Eisdrache, oder? Könnte auch ein Schneedrache sein, oder? Oder ein kalter Stickstoffdrache. Kalter Stickstoffdrache. Nicht schlecht. Oder halt so, flüssiger? Nein, gasförmiger? Ach, du weißt schon. Oder fester? Nein, ein das ist gefrorener Drache. Oh, ein weißer. Untergehauen. Ja, weil er kein Stickstoff ist. Boah, Blödi hat ihn angegriffen. Aua. Ich kann 8-mal aufladen. Und ich treffe ihn nicht. Nicht ich. Oh Mann. So. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wieso treffe ich den nicht? Aber mit meinem normalen Schlag treffe ich ihn. Das ist doch Bullshit. Jetzt vergaß ich ihn. Du könntest uns ja Feuerwaffen machen. Könnte ich natürlich tun. Wenn du nicht drauf bist. Aber du gibst dann lieber eine Feuer. Ah, ich habe ja noch ein Zauberschild. Aber zumindest ist dein Zauberlevel gestiegen. Oh, jetzt bekomme ich hier echt mal ein Fettback. Kriegst ein Fett weg. Mein Fett. So, diesmal treffe ich ihn aber. Na, yeah. Also. Flatter auch.
komm schon. Oh. Keine Ahnung, wo ich hinschlagen muss, um ihn zu treffen. Wo geht er denn hin? Brust. Immer an die Brust. Oh Mann. Warum muss man sich als Mann eigentlich immer lächerlich vorkommen, wenn man Brust hat? Weiß ich nicht. Das ist doch nur ein Wort wie jedes andere. Auch wie Muschi oder Möpse. Oder. Ach, hören wir lieber auf damit. Ja. Lieber mal sehen, ob sie das ausgehen. Oh, hab ich's doch gesagt. Wollte gerne sagen, mal sehen, ob es ausgeht, den Drachen umzubringen, bevor er Blödi stirbt. Es ist sich ausgegangen. Es hat funktioniert. It has worked. It has functioned. I think a spider. Okay, ja. Nice. Au! Anfall? Let's go. Anfall? Anfall? Ja, ist doch cool. Und wir sind auf Level 58. Plötzlich. Blödsinn. Yeah. Oh yeah. Yeah, baby, yeah. Hallo Freunde, jetzt kommt die Super Mario Brothers Super Show. Kommt mir sofort, hätte ich diesen Soundeffekt damals hier eingefügt. Kannst du dich natürlich nicht mehr daran erinnern. Ich kann mich nur erinnern, dass du es ja of course eingefügt hast. Ja. Dabei warst du es doch, die zu fast jedem Teil ihren Senf dazu gegeben hat. Hast ja schon einen Rekord bei uns mit aufgestellt. Aber ich glaube, mittlerweile wurde er gebrochen. Ja, von Flocko. Ja, Flocko. Schöne Grüße an dich an dieser Stelle. Ja, von mir auch, nämlich, obwohl du mich nicht kennst. Er schreibt nämlich immer noch weiter fleißig Comments. Im Gegensatz zu mir. Ja. Ist ein wahrer Stellvertreter. Ja. Vielleicht ist es dein zweites Ich. Alter Ego. Aber das würde ich dir nicht abkaufen, weil solche Alliterationen würde ich dir nicht zutrauen. Danke. Entschuldige. Irgendwie habe ich jetzt ein richtig schlechtes Gewissen. Ach geh. Ivo. Wow. Ich mag den Eiermann nicht. Ich auch nicht, der hat schon mal einen Pogo-Puschel erschaffen. Das war nämlich damals, als ich den Walkthrough gemacht habe. Was war das? Honig. Yeah. Eigentlich. Eine Windel! Ficke in die Windel. Hat ein Kumpel von mir mal früher gesagt. Ficke in die Windel. Sagt er heute übrigens auch noch.
Oh, wo kommt der Sinus her? Frisch vom Brüll. Okay, es ist irgendwo hier ein Eiermann. Eindeutig. Ach. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Zeit zum Verwandeln. Er ist immun! Oh mein Gott! Ah! Alles in Ordnung? Ja, ja, geht schon. Ich frage mich bis heute, was sich die Entwickler bei dem Design dieses Monsters gedacht haben. Ich glaube, die haben gesagt, wir nehmen uns mal eine Auszeit und der Praktikant darf mal ran. Och, oh. Menno! Oh, Menno! Kühl es mal ab. La 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 la. Autsch. Dann macht es bumm. Und dann kracht's. Mein Gott, hat dieses Küken irgendwie LSD geschluckt? Oh, what the fuck? Oder eine Frisur wie Don King. Gibt's mal richtig einen auf eine Moppe hier. Hau auf die Kacke. Boah, ich konnte ihn treffen. Ihn, sie, es. Und weiter geht's. Kaputt. Immer noch nicht. Nee. Fail. Ja, Fail, weil es ihm es ihr nichts ausmacht. What? Ach, das darf doch nicht wahr sein. Yay, ja, ich habe es getötet. Applaus. Und zur Belohnung darf ich nach Rom in den Zirkus. Wirklich? Ich darf in den Zirkus. Sollte sie dieses Zitat irgendwoher holen? Ja, am besten aus dem Film, wo es herkommt. Ja. Stimmt eigentlich mal. Was wärst du nur ohne mich? Hoffnungslos verloren. Ach, sowas hört man gerne. Auch wenn es gelogen ist, aber man hört es gerne. Letzte Nacht habe ich etwas geträumt. Ich habe geträumt, ich hätte niemals Illusion of Time gespielt. Das hast du verdient. Angeschlagen, doch triumphierend. Ah, nein. Ah, doch. Au. Bis wieder auf Maul. Wurde es in zwei geteilt. Zumindest bin ich cooler als Jar Jar Binks. Misa bin Jar Jar Binks. Misa euer Diener. Misa können sprechen. Duse haben wirklich Leben schon bei diesem Hiesen. Wir soll euch geben einen Bongo. Meister, was ist das, ein Bongo?
Ich weiß nicht.